Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Fragda und ich bin wieder in der Crusader Kings 2 Morde Game of Thrones. Und ich hoffe jetzt mal, dass sich der Sound verbessert hat. Die Videos, die ich gestern gemacht habe und dann hochgeladen, also ja, hochgeladen habe und vorhin freigegeben habe bei YouTube. Da habe ich so einen, nicht nur so einen dumpfen, also das ist nicht nur dumpf, sondern auch so leicht schrillig, also sehr unangenehm, finde ich. Ich habe jetzt heute Morgen geguckt, dass ich den ältesten Realtek-Soundtreiber ausbuddeln konnte, den ich finden konnte, der bei mir auch irgendwie läuft. In der Hoffnung, dass der klanglich das verbessert. Weil der neueste, den ich drauf habe, also erstens mochte der Windows 8.1 nicht. Die haben sich gegenseitig auf die Mütze gehauen. Und ja. Zudem war der irgendwie buggig, ich weiß auch nicht. Also ich hoffe jetzt, dass es jetzt besser funktioniert und dass ich nicht nur besser zu verstehen bin, sondern dass sich das ein bisschen angenehmer anhört. Also ich weiß ja nicht genau, ob ihr da auch so empfindlich seid, aber bei so hohen Tönen bin ich ein bisschen empfindlich und dieses letzte Video, also diese Videos von gestern, die hatten so einen leichten metallischen Ton. Einen Pfeifton, aber so ein Sirren, so metallisches. Also sehr unangenehm. Zumindest für meine Ohren. Ja, jetzt war ich hier natürlich auch, logischerweise auch lange nicht. Ja, also das hat sich ja wirklich hingezogen, bis ich meinen neuen Rechner hatte. Was kostet denn? So, das ist diese Ruine. Bis ich meinen neuen Rechner hatte und den dann auch wirklich zum Laufen gebracht habe. Gut, ich bin ja in der Story natürlich noch drin von Game of Thrones, da brauche ich keine Sorgen zu machen, aber jetzt einfach mal hier, was hier so läuft. Also, ich hatte ja mit dem Adapt gestartet, in der früheren Einstellung. Also, Balon und Balon Aufbeute auf jeden Fall dran. Der kleine Theon. Und mittlerweile hat er noch zwei Jungs gekriegt. Na, kann ja der Theon sein bestes Stück ja auch verlieren. Jetzt will ich es nicht spoilern, der die Serie noch ganz weit geguckt hat oder das Buch nicht so weit gelesen hat. Achso, jetzt schlägt das Skript zurück. Sechs Mann. Ah ja gut, mein Plan ist es jetzt natürlich nach Norden vorzurücken, als Eddard, solange ich hier halbwegs Ruhe habe, um mein Gebiet ein bisschen auszudehnen, nach Norden vielleicht ein bisschen Ruhe zu bekommen, weiß ich ja nicht genau. Ich hätte auch eigentlich ganz gern das Gebiet der Nachtwache zurück, aber ich glaube, das werde ich nicht bekommen und, naja. Und ich glaube, theoretisch, wenn ich mir irgendwie einen Anspruch erwerbe auf das Gebiet, könnte ich vielleicht sogar zurückkriegen. Das wären natürlich sehr lohnenswerte Gebiete, die Mauer, wie man hier sieht. Muss man mal abwarten. Ja. So. Ach so, das war diesen Aufständischen. So, das ist ja jetzt geklärt. Man muss natürlich auch ein bisschen den Norden noch ein bisschen ausbauen. Die meisten Gebiete, die sind ja mehr oder weniger komplett brachliegend. Aber das überlasse ich meinen Vasallen. Ich kann gerade selber machen. Ich glaube nicht, dass der Norden nur Kohle hervorbringt, dass ich da jetzt groß als Baumeister Brandon, der bauermäßig auftreten kann. Natürlich schade. Ach so, stimmt ja, warte mal. Stimmt, da war ja was. Der Patch hatte ja die Waffen durchgekloppt. Ich überlege gerade, ich mal gucken, ob in den letzten Wochen, seit ich das letzte Mal spielen konnte, das angepasst wurde an das Raja.
Raya, ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich richtig ausspricht, an das neue DLC. Dann würde ich nämlich gerade nochmal patchen und die neue Version der Mod saugen, wenn es eine gibt. Und nochmal von vorne anfangen. Dann nennt er das ist nur Wappen. Ja. Das ist ja egal. Sieht zwar etwas bescheuert aus, aber... Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich ärgerlich, dass halt hier, wo ist er denn eigentlich? Bastards. Das ist ein Creature. Ahold. Na, wo ist er denn? Alter, doch, du musst Bolton. Dass der jetzt... Was hat der jetzt? Ein Zweig mit zwei Äpfeln dran? Ich nehme an, das ist ein Wappen aus der Weite oder so irgendwo. Dass der jetzt halt seinen gehäuteten Mann nicht mehr hat. Ah, ist ja nicht schlimm. Das Land, der Rob muss ja nicht gut reden können, nur draufschlagen muss er können. Da stottert er halt ein bisschen, das ist doch nicht schlimm. Was hat der denn gemacht? Na, irgendein Südländer, das ist mir egal, das so. So. Ach, ich brauche für alle diesen Kasus in Berlin. Naja, das kann dann sich ein bisschen ziehen, nehme ich an. Ist natürlich lustig, wenn ich für Castle Black einen Dings Anspruch erheben können. Dann können Castle Black erobern. Das fände ich natürlich irgendwie lustig. Vor allem die fünf Muckel von der Nachbare, die reißen auch egal, was mir vom Della. Kann ich die Mauer auch selber übernehmen und verteidigen. Beziehungsweise wenn mir die Gebiete nördlich davon gehört, brauche ich auch die ganze dubbische Mauer gar nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich Ashai lese, muss ich an diese Serie denken, also muss ich an die Serie denken, wenn die Daenerys, diese Sklavin da im Zelt sitzen hat, und die plappern sich immer nach, ist bekannt, ist bekannt. Ja, also an Kohle kommt da echt nichts rum, also der Norden ist mal echt bitterarm, das ist ja übel. Definitiv irgendwie mehr Kohle. Ich will, darf noch zwei Gebiete haben. Ach, die klopfen sich gerade begeistert untereinander, ha? Ja, offensichtlich. Ja, das ist mir recht schön untereinander hauen. Das finde ich gut. Das habe ich zwar jetzt nicht ganz verstanden, den Event, aber von mir aus. Bravo, dürfte eigentlich reich sein, da ja schon auf jeden Fall die eiserne Bank ist.
Naja, früher oder später kann man ja auch mal anfangen, diese komischen barbarischen Gebiete im Osten irgendwie wieder in Zivilisationen näher zu bringen. Aber erstmal ist das hier unsere Aufgabe, der Norden. Die intrigieren da im Süden. Die haben auch nichts Besseres zu tun. Wir machen jetzt mal ein bisschen mehr Tempo da rein. Wie läuft es denn hier mit den Ansprüchen? Na gut, das hier dauert noch ein bisschen. Scheiße, es dauert noch ewig, bis ich da mal irgendwas. Was, was, was? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. So, machen wir erstmal kurz Pause. Wir das mal rausfinden, wo das da ist. Ah, okay. Ja, okay, eine Burg mehr beschwere ich mich ja gar nicht. Hier auch mal ein bisschen Steuern einbringen. Ja, das Trick behalten. Sehr gut. Ach Mann, ey, ich brauche Kohle. Das ist ja lustig, oder? Ich kann den Titel. Aha, okay. So, warum sollte ich sowas machen? Brauche ich ja nur wieder eine Zwischenebene ein, mit wegen der ich Stress bekommen kann. Aha, warum kann ich die einsperren? Ja, dann hört doch einfach auf damit. Oder nur ein Einsparer. Finde ich auch schön, dass sie da dieses Krähengeräusch halt reingemacht, Quatsch, das Rabengeräusch reingemacht haben von diesen Raben, die da jetzt nachschauen. Okay. Ja, ihr könnt ja alle mal machen, wie ihr lustig seid. Mensch, die könnte ich echt mal beeilen, wie. Das ist doch eine Tante oder sowas, oder? Die ich da einsetze. Ja, irgendwie so, Verwandtschaft halt. Gibt's auch eine bessere? Nö. Nur gleich gut. Ja, dann lasse ich sie da oben mal weiter wirtschaften. So schwer kann das doch nicht sein. Das sind noch Wildlinge. Da muss man doch nur hingehen, den quasi gegen einen Baum pieseln und dann sagen, so, das ist jetzt mein Baum. Und dann brüllt irgendeiner und dann tritt man dem in die Klöten und die gehören jetzt auch mir. Das ist immer noch durch. Ja, dann kannst du ja doch das Gebiet zurückbekommen. Theoretisch. Aber ich habe was viel Besseres für dich. Ich gebe dir nämlich diesen Wald. Waldchen hab. Als Entschädigung dafür, dass ich die Stammburg deiner Familie jetzt habe. Ach ja, was ihr denn alles macht. Dann hör doch einfach auf damit. Das ist voll. Mal am Intrigieren, sind ja keine Südländer.
Mann, Sansa, weil ich dumm war. Los. Ich glaube, der wird es mal schwer haben. Also lieber gut lernen zu kämpfen. Ich habe da so einen Verdacht. Weil ich werde garantiert nicht in den Süden gehen. Der kann der Robert sich auf die Füße stellen, auf den Kopf stellen mit den Füßen wackeln und sonst noch. Das erzähle ich von alte Zeiten. Ich gehe auf jeden Fall nicht in den Süden hin. Ich frage mal gern, aber. Was ist denn jetzt los? Ah, die klopfen sich weiter. Was? Naja. Das wäre nicht billig, aber was macht man nicht alles, damit man eine Rude haben hat, gell? Ich frage mich immer schon, wie mein Geld hingekommen ist. Also mal abgesehen davon von dem, was ich gerade eben ausgegeben habe. Achso, das war die Ausbildung vom Buch. Ja, der Jon Snow soll vielleicht auch. Aber was immer die Geld. Geld. Ja, vielleicht mal schauen, ich zum Verwalter. Geld teuer, die Kinder sind einfach teuer. Macht ihr da irgendwas? Na ja, hat sich doch gelohnt mit dem irgendwas ausgeben. Wie ist das eigentlich mit Konkubinen im Norden? Ja, der Eddard, ich weiß, aber man kann doch mal... Gucke mal da drüber. Irgendwie so eine nette Bravosi oder das Pentos was. Oder so eine Pferdefrau da. Dings. Bleiben Sie mal. Ein Drogo sein. Römische Völkchen da. Dothrakis, genau. Naja, nichts aus davor. Da steht nirgendwo. Was ist da schon? Kann ich eigentlich mit denen die Wasser besitzen? Das ist ja lustig. Wie kann ich denn das Ding einfach so anbieten? Ui, wenn ich Geld habe. Ja, aber dann wäre das echt lustig. Warum darf ich... Ach so, weil das an der Küste liegt. Deshalb kann ich da. Okay. Ja, das wäre auf jeden Fall eine ulkige Sache, wenn ich da hinten so eine kleine Kolonie hätte. Das wäre vielleicht für den Handel gar nicht schlecht. Spar ich da drauf mal. Was? Den hätte ich ganz gerne als Kommandeur. Ich glaube, den fange ich mir ein. Okay. Ich glaube, meine eigene Gefolgschaft langfristig. Also, nee, ihr könnt ja nicht. Benjen. Ah, oh Mann, ey, Robert, der übertreibt's auch echt immer. 40.000 Mann ausheben, für 500 oder wie viel das sind. Bin nicht langweilig, der will halt einfach Krieg führen.
So, jetzt passiert. Jetzt schon wieder los. Wir sind schon ganz dicht. Wir glauben, dass sie nichts gegen Barristan. Blöder alter, besoffener König. Ich könnte natürlich gemein sein, ich könnte ihn ja von der Catelyn ausbilden lassen, aber so fies bin ich nicht. Kann es eigentlich zu der da gehen. Verwandtschaft, die kann natürlich aufpassen, die bringt ja bei, wie man Wildlingen gegen den Baum pieselt, damit sie glauben, man hat einen Anspruch auf den Baum. Okay. Das ist irgendwie, ich nehme an, dass das so ein bisschen verrutscht ist. Vielleicht ein Patch oder so, ich weiß auch nicht. Ja, welcher ist denn offen? Der da ist offen. Ich kann mit Benji sicher auch online funktionieren. Nur wenn er badet, bis der Roderick dran. Roderick! An der Seite, wir gehen kein Risiko ein, wir hauen die Typen weg. This is what the judge has gone on beautiful same classrooms. Ach ja, ist doch okay. Das ist doch nur ein Meister, mit seiner alten Klapperkette, wenn man sagt, oh. Ja, alles gut. Und man flugs zurück unser Gebiet und das wäre gut. Er hat eine Ratte gefoltert, das macht man trotzdem nicht. Tja, Katelyn, ich glaube, es ist Zeit für eine Scheidung, ich suche mal eine fruchtbare Frau. Wer ist denn Hagen als Kakusi? Das darf er gerne mal probieren. Mit keinen Alliierten und den paar halb verhungerten Skagosi.
Dann habe ich eigentlich ein Minus. So. Naja, gut. Hätte jetzt nicht erwartet, gell? So, dann mal gucken wieder. Was gebe ich denn aus im Monat? Naja, wie auch immer. Also, die Folge ging schon lange genug. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschö.